PistenKids ist ein Projekt zur ganzheitlichen Bewegungsförderung von Kleinkindern. Ziel ist die Vermittlung von grundlegenden Fähigkeiten, die sich nicht auf eine bestimmte Sportart beschränken. Einmal erlernte Fähigkeiten wie Balancieren, Koordinieren oder Gleiten übertragen die Kinder wie selbstverständlich auf jeden Sport. Im Sommer wie im Winter. Dieser ganzheitliche Ansatz, die Vielseitigkeit von PistenKids, bewog Martina Ertl-Renz, die mehrfache Weltmeisterin und Olympiamedaillengewinnerin im Skirennsport, zur Patenschaft. Ich hatte das Glück, dass wir eine sehr gute Ausbildung hatten, sportlich auch im Sommer sehr vielseitig waren, alle möglichen Dinge trainiert haben, Balance, Ausdauer, Gleichgewicht, einfach alles. Und das war die Grundlage dafür, dass ich auch in 4 Disziplinen in der Weltspitze mitfahren konnte. Professor Dr. Daniel Memmert leitet an der Deutschen Sporthochschule Köln das Institut für Kognitions- und Sportspielforschung. Er hat die inhaltliche Fundierung und Ausarbeitung dieses Konzepts übernommen. Wir versuchen durch viele verschiedene Anregungen, also viele verschiedene Anforderungen an die Kinder, wirklich ein sehr facettenreiches und vielfältiges Angebot den Kindern zu präsentieren. Das heißt, wir werden sehr viele verschiedene Übungen zusammenstellen, die alle verschiedene motorische und kognitive Kompetenzen bei den Kindern quasi beiläufig provozieren. Und gerade diese Vielfältigkeit wird auch dazu führen, dass die Kinder einen sehr großen Erfahrungsschatz erwerben. PistenKids ist ein ganzjähriges Projekt, das in Kitas, Kindergärten, Schulen und Vereinen angeboten werden soll. Grundlegende Fähigkeiten werden nach speziellen Übungen und auf verschiedenen Geräten erlernt. Große Bedeutung kommt den Erziehern zu, die nach dem Lehrplan von Professor Dr. Memmert eine Zusatzausbildung erfahren. Die von den Kindern erlernten Fähigkeiten lassen sich wie beim Zweitsprachenerwerb auf verschiedene Sportarten übertragen. Hello, how are you? Hello, how are you? Das Angebot richtet sich an öffentliche wie private Einrichtungen gleichermaßen. Margot Wiss, Leiterin der Bewegungskita Vincerola in Köln, unterstützt das Bewegungskonzept von PistenKids. Von der motorischen Entwicklung her gesehen, bräuchten Kinder einen riesen Prozentsatz des Tages zum Bewegen. Liegen, laufen, rennen, springen, hüpfen, den haben sie nicht. Die Wohnungen sind dafür nicht geeignet. Entweder sind sie sehr stylisch eingerichtet und mit Recht wollen Eltern eine gepflegte Umgebung für Kinder auch haben. Aber das hindert halt dran. Für Schulen und für Kindertagesstätten ist der Auftrag, der Bildungsauftrag auch, Bewegungslandschaften, Bewegungsmöglichkeiten für Kinder zu kreieren, ihnen so viel Zeit zu geben, in einem abwechslungsreichen Bereich all das zu tun, was ihre Grundfertigkeiten, ihre motorischen Grundfertigkeiten schult. Aber diese Landschaften müssen von uns gestaltet werden. Das ist der Auftrag. Kinder greifen auf erlernte Fähigkeiten zurück und wenden sie an. Wenn Kinder lernen, auf dem Balanceboard oder dem Laufrad das Gleichgewicht zu halten, halten sie es auch auf Mountainbike und Skateboard. Im Sommer ist die Bewegungsförderung vergleichbar mit einem Schul- oder Vereinsangebot. Im Winter sollen beispielsweise Kurse auf Schnee stattfinden. Die PistenKids-Crew schaute sich die Bedingungen vor Ort an und fand in Flachau ideale Voraussetzungen. Ich denke, als Tourismusort hat man auch eine gewisse soziale Verantwortung. Und diese soziale Verantwortung nehmen wir in vielen Bereichen wahr. Also wir unterstützen von behinderten Skischulen über Kinder, die aus Verhältnissen kommen, die sich Skifahren nicht leisten können, versuchen wir immer wieder Brücken zu schlagen, dass auch da die Möglichkeit besteht. Ja, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, solche Einrichtungen zu unterstützen. Und ich finde es hervorragend, dass PistenKids niemanden ausschließt. In den Kursen wenden Kinder die im Sommer in Kita und Verein erlernten Fähigkeiten an. Durch die Bewegungsförderung im Sommer gehen die Kinder gut vorbereitet in den Winter. Je besser die Kinder vorbereitet werden im Jugendalter, je schneller und besser werden sie sich auch später dann entwickeln. Wichtig ist, dass es mit Freude gemacht wird und nicht unter Druck. Ebenso wie Skikurse für Kleinkinder will PistenKids auch Kurse für Surfen, Snowboarden, Biken, Skaten und andere Sportarten anbieten. Denn durch das PistenKids-Bewegungskonzept werden nicht nur motorische Fähigkeiten gefördert. Wir wollen auch verschiedene Sozialkompetenzen in unserem Projekt fördern. Dazu gehört, dass die Kinder lernen, in einer Gruppe zu agieren, dass sie lernen, miteinander Wettkämpfe auszutragen, miteinander Spaß zu haben, auch Glück empfinden zu können, Erfolg genießen zu lernen, aber natürlich auch in Niederlagen zusammenzuhalten.
Was im Kindergartenalter gelernt wird, garantiert oft einen Vorsprung für das ganze Leben. Das erstreckt sich über alle Bereiche: Bewegung, Sprache, Sozialkompetenz. Pistenkids verfolgt diesen ganzheitlichen Ansatz und der Spaß steht dabei immer im Vordergrund. Ich habe selber eigene Kinder und mir liegt es auch am Herzen, dass man das vielleicht auch anderen Kindern weitergeben kann. Als ehemalige Skirennläuferin sowieso kann ich das ganze Projekt nur unterstützen und stehe ich hundertprozentig dahinter. Unterstützen Sie Pistenkids, damit Kinder früh in Bewegung kommen. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Pistenkids-Webseite.